Die Vorbereitungen für das Uelzen Open Air laufen auf Hochtouren. Nicht nur auf dem Albrecht-Thaer-Gelände, sondern auch hier hinter mir bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wie sich die Polizei, die Feuerwehr und Co. auf das Festival vorbereiten, das schauen wir uns jetzt an. Ein letzter Check, bevor es am Freitag zum Open Air geht. Dort zeigt die Freiwillige Feuerwehr Präsenz und macht Kontrollgänge. Spezielle Vorbereitungen braucht es dafür allerdings nicht. Die meisten Dinge passieren ja sowieso spontan. Vor ein paar Jahren war das mal so, dass ein Kamerad mit oben auf der Bühne war. Der wurde hochgerufen, ich kann es aber gar nicht mehr genau sagen, bei welcher Band. Das war so ziemlich zu Anfang, zweite, dritte Konzert. Und der war dann kurz mal mit auf der Bühne. Nach 8 Jahren Open Air ist auch bei der Polizei Routine eingekehrt. Wie viele Beamten zum Festival eingesetzt werden, ist hier noch unklar. Es ist ein Veranstaltungsort, der eigentlich in einem Umfeld liegt, der nicht dafür geeignet ist. Das heißt, um Menschenmengen aufzunehmen, braucht die entsprechenden Straßen und die Herführung etc. Und da gibt es immer ein paar Engpässe. Aber das kriegen wir hier mit polizeilichen Maßnahmen sehr gut in den Griff, indem wir schlicht und einfach den Verkehr lenken und auf die Disziplin der Menschen hoffen. Und es hat sich auch schon eingespielt, es kommen längst nicht so viele mit dem Auto, wie immer vermutet. Also wir kriegen es hin. Größere Herausforderungen jedoch für den Metronom. Die meisten Besucher kommen nämlich mit der Bahn. Einen Sonderzug wie beim Grönemeyer-Konzert wird es jedoch nicht geben. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Kapazitäten ausreichen. Sonderzüge sind immer sehr aufwendig, sind sehr kompliziert in den engen Fahrplan einzubauen. Und wir haben mit dem Konzertveranstalter die Fahrplanzeiten mit dem Ende des Konzertes abgestimmt, sodass jeder Konzertbesucher nach dem Ende bequem zum Bahnhof gehen kann. Die Kapazitäten in den Zügen reichen dann aus. Und der letzte Zug Richtung Hamburg beispielsweise fährt kurz nach Mitternacht. Und das ist völlig ausreichend. Die Einsatzkräfte haben sich mit den Jahren an das Uelzen Open Air gewöhnt. Es ist quasi zur Routine geworden. Dennoch. Auf dem Albrecht-Thaer-Gelände selbst ist nichts wie in den Jahren zuvor. Hier entsteht nämlich die größte Bühne, die Uelzen je gesehen hat. Wir sind mit dabei, wenn morgen die finale Aufbauphase für den Weltstar Elton John beginnt. Bis dann.